Ja, meine Freunde, herzlich willkommen jetzt zurück bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Folge von Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich auch ein Willkommen an meine Community, an meine bestehenden Zuschauer oder neu dazukommenden und natürlich auch an die ganzen Freunde und Supporter des Kanals. So, letzte Folge mussten wir hier Weinbrand, Essig und Tomatenzeug saufen, also die letzten Folgen. Ich hoffe, dass das jetzt hier vielleicht mal in Zukunft wieder ein bisschen angenehmer wird, dass man nochmal was bekommt, was gut schmeckt, aber das sieht hier nicht so aus. So, ich denke, da geht es auch nicht weiter, ne? Also es wird jetzt nicht so... Ah doch, da könnte man auch noch mal runterspringen. Ist... Ne, das haut nicht hin. Das haut nicht hin, weil wir kommen ja hier hoch und würden dann hier langlaufen müssen und müssten dann von da aus darüber springen. Das kann klappen, aber das geht, glaube ich, bei mir in die Hose, weil ich so ein absoluter Jump'n'Run Knatterboy bin. Also ich krieg sowas nicht gut geregelt. So, aber hier ist sonst auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein und gehen den Weg hier weiter, in der Hoffnung, dass wir dann da hinten rauskommen, wo wir hin müssen. Ich würde mal gerade die Runen konsumieren, einfach um zu gucken, wie viel wir da genau rausbekommen. Aber 2000 werden wir hier nicht bekommen, glaube ich nicht. Ach krass, 10.053. Okay, 800, das kriegen wir ja schnell zusammengefarmt. Ah ja. Ach, verdammt. Ja, Feierabend. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so klug, dass wir da ohne die volle Anzahl unserer Dingens reingegangen sind. Ich glaube, wir werden dann nochmal dahin zurückgehen müssen und uns nochmal hinsetzen müssen. Hausschriftrolle. Gebt dies einem Studierenden Zauber, um neue Zaubereien zu erlernen. Ah, okay. Zauberei, Kleriker, stehe. Ermöglicht das Anpassen von Rüstungen an Orten der Gnade. Schneiderei-Werkzeug. Okay, das ist wahrscheinlich nur Optik. Erweitert das Handwerksrepertoire. Kuckucksschimmerstein. Okay. Weiche Baumwolle, blutstillender Boli, Regenbogen, Steinpfeil, Sturmschwing, Knochenpfeil, Feuerfett. Okay, feurige Trockenleber, Knochenfeuerpfeil, Feuerpfeil, Feuerbolzen, Naturalsahne Boli. Okay, also da wissen wir jetzt auch zumindest mal, was wir damit anfangen können. Gut, ich glaube, ich setze mich dann mal eben hin. Ich muss die zwei, drei Typen dann hier nochmal machen. Aber mit vier Gesöff weitergehen macht, glaube ich, herzlich wenig Sinn. So, und jetzt muss ich mich ganz schnell dem da widmen. Okay, also gar nicht erst sprechen lassen. Ist auf jeden Fall die bessere Variante. Da sind wieder zwei. Obwohl, wartet mal, da falle ich nicht drauf rein, dass da noch ein... Ah, das sind drei. Vier. Ach, das Riesending ist auch noch da. Ja, die können aber auch echt ununterbrochen zaubern, die Typen, ne? Erstmal diesem Ding da widmen.
Scherbe eines lebendes Gefäß. Roher Fleischklops. Okay. Können wir hier gleich die Typen rufen? Das wäre mal ganz angenehm. Oder ihr seid so blöd und folgt mir. Ach, guck mal, die Robe. So. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der da an der Ecke hockt und da einem auflauert. Ritualtopf? Alter, ich findest du Sachen, das ist unglaublich. Zur Herstellung von Ritualtöpfen nötigen Behältern. Dieser leere Topf repariert sich selbst, wenn er kaputt geht. Ein besonderer Gegenstand mit größerer Kapazität als ein gesprungener Topf. Ein unentbehrliches Gefäß zur Herstellung von Ritualtöpfen. Die darin versiegelten Materialien und Magien zeigen ihre Effekte, wenn der Topf geworfen wird. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich eine Art Zauberei, Gegenstand, den nur Zauberer nutzen können. Oder den vorzugsweise Zauberer nutzen. Ah ja. Ach, da geht's weiter. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte gerade, hä, wo soll man denn jetzt weitergehen? Da steht einer. Da steht einer. Und auf der Treppe stehen auch welche. Dumm sind die Typen auf jeden Fall. Also als Zauberer würde ich dem Gegner ja nicht so nah auflauern. Du schlägst mich nicht mit deinem Buch. Was sind das hier für Typen, die hier rumeiern, ey? Ah, geil. Ein Koop-Item. Damit könnt ihr eure Leute besser... das braucht ihr, um eure Leute, die mit denen ihr spielen wollt, zu euch zu rufen. Besser zu euch rufen gibt es aber auch noch irgendwas anderes. Also ein anderes Item, was euch dabei hilft. Scheiße, wir haben 4. 13.111. Moment, das möchte ich jetzt eigentlich aber nicht wegschmeißen. Mal ganz davon abgesehen, würde ich jetzt ungern da in irgendeinen Bossfight reingehen, wenn ich dafür nicht genug Seelen habe. Wenn ich dafür nicht genug Purpur und Tränen habe. Weil rein theoretisch kann ich das jetzt alles umlaufen und lasse die einfach alle stehen. Und renne da einfach oben rein. Vorausgesetzt, das funktioniert. Das kann auch voll in die Hose gehen, weil die Typen halt sehr schnell im Zaubern sind. Ne? Müssen wir ausprobieren. Nichtsdestotrotz haben wir einen Stufenaufstieg. Okay, das klappt alles noch nicht. Da sind wir noch schwach, zu schwach für. Nee, bring die nicht. Okay, die hier killen wir auf jeden Fall mal.
So, und die hier würde ich jetzt ehrlich gesagt stehen lassen wollen. Vielleicht können wir uns an denen vorbeimogeln. Haha. So, was haben wir denn hier? Ach so. Mein Gott, greif den doch mal an. Was bist du für ein Mitstreiter? Meine Fresse, was ist das hier für eine Scheiße? Ich hasse Hunde in Souls-Spielen. So, Feierabend. Speicherstein, okay. Roter Wolf Radagon gekillt. So, Ort der Gnade haben wir wenigstens auch rein. Da ist eine offene Tür. Sehr gut, haben wir das geschafft. Boah, mein Gott, Leute. Ich hasse Hunde in Souls-Spielen. Die sind so overpowered. Haben wir ja eben gesehen. Die staggern dich. Du hast kaum eine Chance, da reinzukommen. Also bei den kleinen Hunden schon. Und wenn du dann so einen hier hast, der noch irgendwie sich eine Klinge zaubern kann und gleichzeitig auch noch generell zaubern kann und dann auch noch super agil ist. Mein Gott, also wirklich. So, Stufenaufstieg. In Kondition. So, Ausrüstung. Immer noch große Last. Verdammt. Mittlere Last, sehr gut. Große Last. Okay, wir können aber die Handschuhe anziehen. Das ist schon mal was. So, wir kommen dem Ganzen näher. Was hat er denn da? Also es ist mir schon aufgefallen, dass es in Elden Ring Waffen gibt, die eigentlich keine Waffen sein dürften. Weil sie völlig beknackt aussehen. Also auch vor allem irgendwie nicht so wirklich einen Sinn ergeben, was den Nutzen angeht. So. Und das ist jetzt natürlich eine Sache, ne? Wenn man sich das jetzt hier mal anguckt. Man kann wahrscheinlich irgendwie da die Treppe hoch. Und kommt da irgendwo hin. Man kann da lang gehen. Man kann geradeaus weiterlaufen. Also das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich hier. Hier sind ein Haufen Crabs. Da hinten warten ein paar Gegner. Gehen wir erstmal hier lang gucken. Die kriegst du nicht gestaggert, ne? Das ist richtig crank. Krasser Scheiß. Also das sind schon gar nicht so unernstzunehmende Gegner. Scherbe eines lebenden Gefäßes.
Sonst war hier aber nichts. Haben wir direkt zwei von unseren Gesöffs reingeknüppeln müssen. Ah ja. Ach so, und ihr steht direkt auf. Habt direkt Bock. Ich lass mich nicht mit dem Buch schlagen. Da unten stand aber auch noch einer, ne? Ja, Feierabend hier. Oh, da habe ich jetzt irgendwas aufgehoben, was ich noch nicht kannte. Schimmerstein-Schleifmesser. Habt ihr eigentlich irgendwie mal Bock zu kämpfen oder hängt ihr einfach nur hier rum? So. Hier mal alles freigeschaltet, beziehungsweise ausgeschaltet. Außer dich. So, mal da unten gucken. Da rennt irgendwas riesengroßes rum. Also besser wird das hier nicht, Leute. Da könnte man sich auch runter droppen lassen. Und diese Seite öffnet sich das nicht. Ja, das wird dann nachher wahrscheinlich eine Abkürzung sein. Von da hinten, wo wir erst noch hinkommen müssen. Ha, Huhn, sehr gut. Mittlerweile kommt man hier auch gut an Level ran, ne? Also man sieht, wir haben jetzt schon wieder 7000. Geben einem 180 pro Kill. Klingt jetzt erstmal nach gar nicht so viel, aber es ist schon, also es geht schnell voran jetzt hier mit Leveling. So, jetzt sind wir auf dem Hof hier. Und ich wette, dass dieses Vieh gleich irgendwann hier hinten mal vorbeikommt. Ich hoffe, dass es uns hier nicht sieht. Und dann werde ich es von hinten versuchen anzugreifen. Alter, hat das viel Energie. Wieso haut das Vieh denn den Zauberer da nicht um? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Das jetzt. Das ist eine Kombination aus irgendeinem krassen Ich-hau-um-mich-Ding mit einer gepaart mit einer eisernen Jungfrau. Da bin ich jetzt gar nicht drauf klargekommen. Wir hatten das Kackvieh fast tot. So eine Scheiße. So. Das hier sieht erstmal aus wie Cola. Das riecht tatsächlich auch so.
Fuck. Cola mit Balsamico-Essig. Bah! Fuck! Oh! Boah, mir läuft hier echt die Nase von diesem Scheiß, ey. Oh! Bah, Frau, was hast du dir da wieder ausgedacht, ey? Leck mir am Arsch. Boah, wieder Sodbrennen direkt, instant. Boah. So, eigentlich würde ich dieses Vieh gerne umhauen. Boah, meine Fresse, war das widerlich. Okay, wir können uns sogar hier die Typen rufen. Ich würde mir aber die da rufen wollen, weil die sind nicht immer direkt tot. So, bitteschön. Hallo. Wenn ich die gut ablenken kann, können die ihren Teil. Nein, nein. Ich hab keinen Bock mehr. Ach nee. Ach, mir laufen doch die Tränen von vorher noch. Scheiße. Also das hier, das sieht jetzt auch aus wie O-Saft. Das riecht aber nicht ganz so. Also da ist O-Saft mit drin, das ist aber ultra dickflüssig. Es riecht nicht ganz wie O-Saft. Orangensaft mit Senf, ey. Bah, wer denkt sich sowas aus? Mein Gott, wenn die mir nach Hause kommt, leckt mich am Arsch. Oh, fuck. Mal guck, wie ich aussehe. Die Nase zu von der Scheiße. Ich sollte vielleicht sonst auch mal den Zauberer benutzen. Vielleicht ist der auch gar nicht so verkehrt. Kein Instant-Tod. Lass mich da wieder raus. Nicht sterben, nicht sterben. Ach krass, guck mal, das Ding hat die gestunt. So, Feierabend. Boah. Ich bin immer noch nicht ganz reden. Ich hab voll die wässrigen Augen, ey. Ich bin die ganze Zeit am Heulen. Von diesem scheiß Senf, ey. Das hier ist keine Kneipenschlägerei, mein Freund. Boah, Alter, ich hab auch einen richtig gereizten Hals gerade. Puh.
Also ich denke ja mal, dass es in die Richtung weitergeht, oder? Auf jeden Fall müssen wir irgendwie da hochkommen, weil dann können wir da nachher die Abkürzung aufmachen. Ha! Eine goldene Saat. Sehr gut. Ich glaube, jetzt können wir aber unsere... Alter, tränen mir die Augen, ey. Boah. Ich hab doch geklingelt. Ich hab keinen Bock, mich mit dieser scheiß Krabbe rumzuärgern. Boah, bin ich gefressen, Junge. Ich hab richtig... Boah, meine Augen machen mich gerade fertig. Ach, da ist noch eine. Cool. Ach, Mann! Erstmal weg von denen. Cool. Aber wie kommt man denn dahin? Wahrscheinlich muss man da runter und dann da hoch und dann kommt man dorthin, oder? Versuchen wir das mal. Ist das der reguläre Weg? Ach du Scheiße. Dieses Spiel, ne? Das ist auf jeden Fall ein Portal, was in diese Richtung zeigt. Also das möchte ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht geben. Nicht mit keinem Gesöff mehr. Ich würde jetzt eher gucken, dass ich irgendwie... Ach du Scheiße. Ach nö. Lass mich in Ruhe.
Ich hab's mir nämlich gedacht. Jetzt können wir hier hoffentlich die Tür aufmachen, oder? Jawohl. Und dann haben wir eine Abkürzung. Haha. Ah! Ah, und hier dürfte doch Ort der... Jawohl, hier ist Ort der Gnade. Boah, mein Gott. Oh, was anstrengend, Leute. So, Stufenaufstieg. Brauchen wir noch 1000, also knappe 2000 Runen für. Haben wir die vielleicht? Ah, die haben wir. Oh, das dürfte reichen, oder? Ja. Muss ja nicht mehr Runen einnehmen, als ich wirklich brauche. So, dann packen wir die mal weiter, obwohl... So, da rein und jetzt Flaschen, Aufladung hinzufügen. Sehr gut, haben wir 8 jetzt. So, meine Freunde, wir haben 31 Minuten hinter uns gebracht. Ich würde mal sagen, dass wir es hier auf jeden Fall ein gutes Stück vorangetrieben haben. Hier stehen zwar immer noch 2 kurze, aber ich habe so Augen, mir brennt alles. Ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen amüsant, weil es hat mich, also es bringt mich dann doch tatsächlich ein bisschen mehr dazu, mich zu tryharden und nicht zu gucken, dass ich sterbe. Das macht mir persönlich eigentlich ganz viel Spaß, aber 3 in so kurzer Zeit hintereinander ist natürlich ekelhaft. Wir gucken in der nächsten Folge. Ich habe auch so einen Helm, sehe ich gerade in der Kamera. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mit Bock hattet. Wir haben Roter Wolf Radagon gekillt. Wir sind in der Akademie ein gutes Stück vorangekommen. Ich denke mal, dass wir dann als nächstes, wenn wir jetzt hier hinten, also nach, wir sind ja jetzt hier reingekommen in den Hauptkorridor. Ich schätze mal, dass wir jetzt hier dann bald auf den Boss treffen werden, auf den letzten. Also bald, keine Ahnung, der Turm hier, der sieht mir noch sehr hoch aus. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, ins letzte Gebäude dieses Gebietes vorzudringen. Boah, so. Ja, wie gesagt, ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Haut rein, bis dahin, ciao.